Limos Top 5 Staumythen. Ganze 3 Tage verbringt jeder Deutsche jährlich im Stau, rein statistisch gesehen. Viele Autofahrer haben für diese nervige Situation ihre ganz persönliche Stauvermeidungsstrategie entwickelt. Auf Platz 5 der Staumythen. Im Stau sollte man unbedingt die Lücken auffüllen und öfter mal die Fahrspur wechseln. Dadurch löst sich der Stau schneller auf, weil der Platz optimal genutzt wird. Das stimmt doch, oder? Der ADAC spricht von Lückenspringern und fordert mittlerweile aktiv, dass sich mehr Autofahrer im Stau diese Fahrtechnik aneignen. Verkehrsminister Ramsauer will dafür sorgen, den Standstreifen freizugeben. Was halten Autofahrer davon? Kann das stimmen? Nee, glaube ich nicht. Also dieses Hin- und Herspringen bringt, macht nichts. Bringt überhaupt Sinn. Nicht. Ne? Kommt man vielleicht 1-2 Meter weiter, dann steht man ja auch wieder. Die Frau hat recht. Lückenspringen im Stau ist nervig und verschlimmert die Situation sogar noch. Diese Fahrweise sorgt nur dafür, dass die Hintermänner abrupt abbremsen müssen. Das wiederum sorgt für mehr Stau und noch mehr Frust. Also am besten in der eigenen Spur bleiben und keine hektischen Manöver machen. Denn das hilft am meisten. Limos Platz 4 der Staumythen. Beim ersten Anzeichen von Stau sofort von der Autobahn abfahren und auf die Landstraße ausweichen. Damit kommt man doch immer schneller ans Ziel, oder? Es ist mehr als offensichtlich. Wer sich hinten im Stau anstellt, der vergeudet wertvolle Zeit. Lieber einen kleinen Umweg auf der Landstraße in Kauf nehmen und dort entspannt weiterrollen. Das bringt einen garantiert schneller zum Ziel. Limo fragt nach, richtig oder falsch? Es gibt ja nur Gegenden, da rentiert sich das garantiert nicht. Wenn die Stauumführung dann auf der Landstraße gut ist, dann ist das okay. Aber ansonsten ist es so doof. Außer bei einer Vollsperrung lohnt das Abfahren selten. Der Grund dafür ist ganz einfach. Selbst gut ausgebaute Nebenstraßen haben nur rund 1/3 der Kapazität einer Autobahn. Platz 3 der Staumythen. Der beste Tag für die Fahrt in den Urlaub ist der Sonntag. Da sind kaum Lkw unterwegs und der Verkehr läuft deswegen viel entspannter. Limo will wissen, was die Autofahrer von dieser Behauptung halten. Stimmt der Mythos vom staufreien Sonntag? Ich würde sagen, eher der Mittwoch. Puh, ich denke der Sonntag, wegen der LKWs. Der Stauärmste. Sonntag früh nehme ich an. So ist es auch. Am Wochenende nerven zwar lahme Sonntagsfahrer, aber dafür ist die Strecke eher frei. Das sagt auch die Statistik. Am Donnerstag und Freitag gibt es am häufigsten Stau. Sonntag ist dagegen definitiv der stauärmste Tag. Mein Tipp, wenn es sich einrichten lässt, dann sollte man in den Abendstunden losfahren. Da ist in der Regel die Bahn frei. Auf Platz 2 von Limos Staumythen. Auf dieses Signal ist immer Verlass. Der Verkehrsfunk ist die sicherste Informationsquelle, die dem Autofahrer zur Verfügung steht. Stimmt doch. Was halten Autofahrer vom Verkehrsfunk? Stimmen die Ansagen der Radiosender oder sind vielleicht die Stauinformationen von Navigationsgeräten noch präziser? Limo fragt nach. Also ich habe schon erlebt, da wurden Staus angesagt, die waren gar nicht da. Wir standen vorgestern auch in einem sehr frischen Stau und der wurde bis zum Schluss nicht vom Navi angezeigt. Jede dritte Verkehrsfunkmeldung ist falsch oder schon nicht mehr aktuell. Das liegt hauptsächlich an der Zeitspanne zwischen Meldung des Staus und der Ausstrahlung im Radio. Also, Verkehrsfunk gut und schön. Aber dennoch sollte man sich nicht irre machen lassen und die Ruhe bewahren. Denn oft hat sich ein kurzer Stau schon längst aufgelöst. Und auf Platz 1 der Staumythen? Bei Stau darf ich aussteigen und mir auf der Straße die Beine vertreten. Wer sollte denn da was dagegen haben? Das Rote Kreuz rät Autofahrern sogar dazu, jeden Stillstand auf der Straße für kurze Dehn- und Stretchübungen zu nutzen. Ist das wirklich wahr? Im Stau? Nee. Nee. Naja, man kann die Tür aufmachen, sind mal kurz die Beine rausstrecken, aber so direkt aus Auto aussteigen würde ich nicht machen. Wir haben von einem Auto zum anderen mit Pommes geworfen und dann sind wir da mal ausgestiegen, sind wir bei irgendeinem anderen ins Auto eingestiegen. Jeder vertreibt sich die Langeweile eben anders, aber das Aussteigen auf der Autobahn ist verboten, denn Rettungsfahrzeuge brauchen Platz. Und wer hier ein Picknick macht, der gefährdet andere. Außerdem ist gerade im Sommer die Autobahn sehr stark aufgeheizt. Wer empfindlich ist, dem droht ganz schnell ein Kreislaufkollaps. Also lieber im gekühlten Auto auf die Weiterfahrt warten und sich im Auto etwas strecken. Stau. Jedem Autofahrer treten bei diesem Wort die Schweißperlen auf die Stirn. Hektischer Aktionismus ist oft die Folge. Aber es ist immer besser, die Ruhe zu bewahren. Lückenspringen und übereifriges Abfahren, das sind alles nur Staumythen.